muss ich jetzt schon vorstellen. Was auch der Platz. Hallo. Hallo, ich bin hier. Du bist bei der Oma. Schön war's, gell? Schön war's. Schön war's. Ui, wieder
Das sieht super aus. Cool. Machst du auch was, So, wie ihr gesehen habt, ist die Pulverbeschichtung nicht gerade einwandfrei oder gut. Das Projekt geht jetzt auch schon hübsch lange. Also ich habe es, letzten Herbst zum Pulvern gebracht und dann habe ich einfach keinen Bock mehr gehabt. Zum Glück hat mir der bei der Firma, die es gepulvert hat, schon am Telefon gesagt, dass die Pulverbeschichtung nicht so ist, wie sie sein sollte. Was da schiefgelaufen ist, keine Ahnung. Das Zeug war beim Feuer verzinken. Da war es, wie es aussieht, richtig grob. Also da sind überall Läufer und so von dem Verzinken und so. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Schauen die nicht drauf oder keine Ahnung. Ich habe jetzt auch das erste Mal was zum Feuer verzinken gebracht. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, ob man das wirklich machen muss für Möbel für außen oder nicht. Ich wollte den sicheren Weg gehen, weil die Möbel, die sollen 10 Jahre halten. Also ich habe es zum Verzinken gebracht. Dann habe ich es zum Pulverer gebracht. Der hat eigentlich keine Zeit gehabt, deswegen habe ich es gleich zu seinem Strahler gebracht, weil das wird irgendwie nach dem Feuer verzinken nochmal gestrahlt. Ja, und dann wurde es gepulvert in Schwarz und dann habe ich es abgeholt. Es sind überall Nasen dran, Läufer, wirklich scharfe so Partikel außen. Jetzt muss ich alles nochmal abschleifen und dann tue ich es nochmal zum Pulverer fahren und dann hoffe ich, dass es passt, das Ergebnis, und hoffe, dass der auch vom Preis her in Ordnung ist dann. Also ich habe kurz mit dem Chef geredet, gesagt, das kriegen wir schon, mal schauen. Ja, keine Ahnung, wer da missgebaut hat. Wahrscheinlich vielleicht der beim Strahlen oder so, vielleicht sollte der, ich weiß auch nicht, strahlen die das und dann gut ist, oder können Sie gerne in den Kommentaren schreiben, wie das normalerweise ist. Vielleicht kennt sich ja jemand aus vom Stahlbau oder so. Also ich habe jetzt das erste Mal, also gepulvert habe ich schon mal was, das war eigentlich einwandfrei, aber noch nicht nach dem Verzinken. Ich werde es jetzt abschleifen und dann geht es weiter.